Truppenübungsplatz Bergen. Mehrere Schützenpanzer vom Typ Puma rollen auf die Schießbahn 8 Bravo. Der Puma ist der neue Schützenpanzer des Heeres mit voller Schutzausstattung bis zu 43 Tonnen schwer, auf der Straße 70 Stundenkilometer schnell und ausgestattet mit einer 30 mm Maschinenkanone. Die Waffenanlage ist im Gegensatz zum Vorgängermodell Marder voll stabilisiert wie beim Kampfpanzer Leopard 2. Neu ist letztendlich, und das ist für uns ganz wesentlich, A, natürlich die hohe Mobilität, die das Fahrzeug mitbringt. Es ist also deutlich schneller. Es bietet einen deutlich höheren Schutz und vor allen Dingen eine immense Feuerkraft. Und die Feuerkraft insbesondere aus der Bewegung. Das ist für uns der entscheidende Vorteil. Doch die Feuerkraft muss auch präzise sein. Deshalb werden die Optiken bei diesen fabrikneuen Schützenpanzern vor dem ersten Schuss mit einer auf dem Rohr aufgesetzten Kamera justiert. Wir machen das, damit wir bei den Fahrzeugen feststellen können, dass wir wirklich da, wo wir hinzielen, auch hintreffen. So wie man das beim Gewehr macht, um den Haltepunkt dementsprechend festzulegen. Anschließend folgt das Anschießen mit 5 einzelnen Schüssen, bei dem die Treffgenauigkeit der Maschinenkanone an der 500 Meter entfernten Zielscheibe zentimetergenau erfasst wird. Plus 0,38. Der Leitende des Schießens ist zufrieden, die Ergebnisse können sich sehen lassen. Dafür, dass das System noch nie geschossen hat und noch nicht justiert ist, ist das ein sehr gutes Trefferbild. Wir messen jetzt jeden einzelnen Schuss aus, die Ablage von der Zielmitte zur Seite. Aus diesen Werten wird der mittlere Treffpunkt errechnet. Der wird in diesem Bereich hier liegen, plus 0,09 plus 0,10. Der wird dann dementsprechend mit umgekehrten Vorzeichen in das System eingegeben, was das Programm errechnet. Damit wird die Visiermarke dementsprechend verschoben und wir haben die Waffe dann auf 0 justiert. Die Waffen sind justiert, das eigentliche Schießen kann beginnen. Mit seiner stabilisierten Waffenanlage kann der Puma auch aus der Bewegung heraus treffsicher feuern. Das konnten Schützenpanzer früher nicht. Der Schützenpanzer Puma, ein Hightech-Fahrzeug voller Elektronik, mit dem die Besatzungen aber gut klarkommen. Ein tolles Gefühl. Man hat hier viel Technik, die verbaut ist, die ziemlich viel unterstützt beim Schießen. Und es macht unheimlich viel Spaß, weil man ziemlich schnell viel Erfolg damit auch hat. Die Leute, die Technik begeistert sind, was ja auch Smartphones, Tablets mittlerweile alles so betrifft, die haben hier wenig Probleme, weil vieles angelehnt ist an der ganzen Technik, die man von zu Hause kennt. Mit dem Schützenpanzer Puma haben die Panzergrenadiere ein völlig neues Waffensystem erhalten, in das die Soldaten jetzt nach und nach eingeführt werden. Es ist ein handelbares System. Es bedarf geringfügig mehr Ausbildungszeit als bisher. Dafür ist es ja auch umfangreicher. Aber insgesamt, sowohl von der Bewegung, von der Mobilität, als auch seiner Feuerkraft und seiner Treffergenauigkeit, ein wunderbares System, was nur darauf wartet, noch weiter in die Truppe eingeführt zu werden. Der Puma vereint Feuerkraft, Beweglichkeit sowie bestmöglichen Schutz für die Besatzung und die Panzergrenadiere. Es bedarf allerdings umfangreicher Ausbildung, damit Besatzung und Grenadiere zu einem eingespielten Team werden.